Mein Name ist Johannes Zülker. Ich bin Lernbegleiter an der Alemannenschule, Gemeinschaftsschule in Wutöschingen. Das ist ganz im Südschwarzwald, ganz im Süden von Deutschland, direkt an der Schweizer Grenze. Und ja, ich bin jetzt hier im vierten Schuljahr, bin jetzt seit diesem Jahr die Hausleitung von unserem neuen weißen Lernhaus und bin aber unabhängig von meiner Tätigkeit als Lernbegleiter auch in der Wissenschaft aktiv und ja, versuche den Bildungsbereich voranzubringen, unter anderem natürlich im Bereich der digitalen Medien. DILA wurde erstellt von einem Kollegen und einem Programmierer an unserer Schule. Die Notwendigkeit bestand eigentlich darin, dass wir keine Lernplattform gefunden haben, die in irgendeiner Form für unseren personalisierten Alltag zu verwenden war. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wenn es sowas noch nicht gibt, dann müssen wir eben selber was erstellen. Viele andere Angebote, die wir uns angeschaut hatten, ja, waren wie so eine zweite Struktur, die irgendwie auf die pädagogische Struktur aufgestülpt werden musste. Und deswegen war der Ansatz klar zu sagen, okay, wir brauchen was, was wirklich aus unserem Alltag raus, aus dem pädagogischen Alltag rauskommt. Ja, und das haben wir mit DILA dann realisiert, wird fortwährend weiterentwickelt. Und inzwischen ist es tatsächlich so, dass DILA aus dem Alltag weder für unsere Lernpartnerinnen und Lernpartner, die Schüler, noch uns Lernbegleiter wegzudenken ist, weil das die zentrale Anlaufstelle ist. Nur als Beispiel, wenn ich morgens in die Schule komme, werde ich direkt in DILA nachschauen, ob ich eine Nachricht von Eltern habe, die irgendwie ihr Kind entschuldigen oder eine Nachricht von einer Schülerin, die noch was wissen möchte, die wegen einem Termin anfragt. Ich gucke rein, ob andere Lernbegleiter vielleicht am Tag davor mir noch was geschrieben haben, ob die was zu den Kindern meiner Lerngruppe geschrieben haben. Ich kann da nachvollziehen, wenn sich das Schuljahr dem Ende nähert, wie der Leistungsstand der Kinder ist, kann nachverfolgen, welche Gelingensnachweise geschrieben wurden, nicht geschrieben wurden, welche bestanden wurden, welche nicht bestanden wurden, wie viele Punkte erreicht wurden, wo also noch Probleme sind in den verschiedenen Fächern. Ja, das mal so als groben Abriss. Es ist aber wirklich einfach die zentrale Anlaufstelle. Wir haben kein Klassenbuch mehr, das läuft alles über DILA auch, alle Eintragungen, wo wir als Lernbegleiter natürlich auch uns gegenseitig unterstützen können, dadurch, dass wir es nutzen, denn so sind wir immer im Bilde, was jetzt vielleicht gerade ein Kind von uns toll gemacht hat oder nicht so gut gemacht hat. Ja, und es bestimmt mittlerweile oder unterstützt, sagen wir mal, unseren Alltag in der Schule ganz extrem. Und diese ganzen Strukturen, die wir uns natürlich selber erarbeiten müssen, was mit Arbeitszeit, mit Arbeitskraft, mit persönlichem Interesse, mit Motivation natürlich auch zusammenhängt, da stoßen wir regelmäßig an Grenzen der Verwaltung. Denn wir merken, diese ganzen Strukturen sind für uns ganz normal im Alltag. Wir müssen aber aufgrund der Vorgaben der Schulverwaltung die analogen Strukturen zum Teil beibehalten und parallel digitale Strukturen führen, was natürlich nicht nur eine doppelte Arbeit ist, sondern zum Teil auch die Entwicklungen, die wir im digitalen Bereich möglich machen wollen und können, teilweise gar nicht durchführen können aufgrund der Strukturen, die eben da sind, aufgrund der Verwaltungsstrukturen. Das bedeutet beispielsweise, bei uns werden jetzt keine Noten mehr gegeben, sind eigentlich auch nicht nötig aus unserer Sicht, aber kommen natürlich die Abschlussklassen, die Abschlussprüfungen, zack, müssen wir natürlich machen und hier ist dann genau das der Fall. Insofern sind die digitalen Medien gleichzeitig eine enorme Herausforderung für uns und andererseits auch ein so enormer Gewinn, dass wir gar nicht mehr ohne sie wollen. Und ich glaube, an diese Stelle auch zu kommen, das ist für jede Schule ganz entscheidend. Also ich kann nur wirklich jeden ermuntern, zu versuchen, diese digitalen Medien in den gegebenen schulischen Kontext einzubinden, sich selber da auch nicht entmutigen zu lassen oder keine Angst auch davor zu haben, sondern da weiterzumachen und immer aber natürlich aus pädagogisch sinnvoller Sicht. Denn man ist sehr leicht auch verleitet, einfach irgendwie, ja, ich nutze auch das Internet regelmäßig und mein Smartboard regelmäßig in der Schule. Ich gucke regelmäßig Videos zum Beispiel, ja. Das ist natürlich eine Einstellung, die auch schnell fatal werden kann. Wenn ich also das Ganze nur nutze, um es mir nur zu vereinfachen, das kann dann auch nach hinten losgehen. Insofern immer überlegen, was aus pädagogisch-didaktischen Gesichtspunkten auch sinnvoll sein kann. Aber dann kann ich wirklich auch überzeugt für alle Lernbegleiter hier sagen, lohnt sich das wirklich und man will gar nicht mehr ohne.